Hallo Pilzfreunde, heute gibt's mal ein Kochvideo zur Zubereitung von diesen lustigen Dingern. Das sind Hexeneier von der Stinkmorchel. Entscheidend ist hier, wie schäle ich die? Ja, schäle ich die überhaupt? Also es gibt Pilzfreunde, die braten die Gallertschicht mit und ziehen nur die äußerste Haut ab. Das mache ich nicht so. Ich finde, die muss weg. Aber das ist natürlich ein bisschen so Geschmackssache. Die Gallertschicht selber kann man allerdings so als Hautcreme verwenden. Das ist so eine Sache, das machen auch einige. Ja, jetzt ist die Frage, wie schäle ich die am besten? Und da habe ich so eine bestimmte Methode, wie ich das mache. Und das sage ich euch gleich. So, die Hexeneier liegen bereit. Jetzt ist eben die Frage, wie schäle ich die? Und da mache ich immer Folgendes. Hier oben an der Scheitelstelle praktisch schneide ich die ein. So ein bisschen kreuzweise. Und schneide praktisch durch die Gallerte durch. Und jetzt gibt es hier, wie gesagt, diese äußerste Hülle, dann kommt die Gallertschicht und dann kommt nochmal ein zweites Häutchen darunter. Und jetzt muss man einfach mal versuchen, dieses zweite Häutchen mit zu erwischen. Und wenn das klappt, schaut mal, dann lässt sich das hier wunderbar abziehen. Ja, das ist ein bisschen Übung bei der Sache. Eventuell muss man das hier noch ein bisschen weiter einritzen. Aber das klappt eigentlich ganz gut. Also versuchen hier die zweite Haut mit zu erwischen und dann funktioniert das. So, hier haben wir schon etwas erwischt. Jetzt nehme ich mal hier gleich die nächste Stelle. So, auch hier habe ich das innere Häutchen erwischt und ziehe das hier mit ab. Also so funktioniert das hier eigentlich ganz prima. Hier ist eben noch so ein Stück von dieser inneren Haut. Und so mache ich das jetzt hier einfach ringsherum. Seht ihr, und da ist das Hexenei wirklich sauber von der Gallerte entfernt, indem ich hier einfach das so mache. So macht sich's eigentlich am besten. Schwupp, hier sind noch so ein paar Reste, die mache ich noch genauso ab. Seht ihr, das ist wirklich eine saubere Sache. So, das sieht doch schon gut aus. Hoppsala, jetzt fällt mir es runter. Also, das sieht doch schon ganz prima aus. So sieht es denn aus jetzt. Und alles Äußere ist entfernt. Jetzt können wir das in Scheiben schneiden. Machen wir auch gleich. Aber vorher schäle ich noch die anderen. Hier nochmal ein zweites. Also wieder hier oben ein bisschen einschneiden. Das kann auch ein bisschen weiter runter gehen. So kreuzweise macht sich das eben ganz gut. Und dann wieder ein bisschen fummeln. Na, hier habe ich ein bisschen was von der grünen Masse erwischt. Wieder die nächste Seite, also immer so ansetzen. Und da seht ihr, funktioniert das eigentlich ganz gut. Und so gehe ich jetzt wieder hier ringsherum ab. So. Wunderbar. Also das klappt wirklich ganz prima. Wie gesagt, wer möchte, kann diese Gallertschicht sich aufheben, vielleicht in den Kühlschrank tun und praktisch als eine Art Hautcreme benutzen. So, haben wir das auch gleich geschafft. Hier ist noch so ein kleiner Rest. Na, und da sieht es doch schon ganz prima aus. Also das habe ich auch nackig gemacht. Auch hier nochmal eins. Hier habe ich gerade so ein Viertel abgeschält. Also das macht sich wirklich so ganz prima. Zack. So geht das wirklich wunderbar. Na, muss man noch mal so, seht ihr? Schöne, saubere Sache. Schwupp. Und da haben wir es schon. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und ich muss sagen, ich habe überhaupt keine klebrigen Finger. Wenn man das also so macht und ein bisschen geschickt ist, dann klappt das ganz wunderbar so. So, jetzt schneiden wir die Hexeneier in Scheiben. Da könnte man jetzt so lang schneiden. Ich schneide sie allerdings immer so lang. Da sieht das irgendwie interessanter aus. Also wir schneiden jetzt hier so eine Scheiben runter. Ich sag mal so, naja, vielleicht so 3 mm stark circa. So sieht es dann aus. Und ich schneide jetzt alle hier so durch. Na, seht ihr? Das sieht doch schon ganz lustig aus. So sehen sie aus. Hier die innen haben wir die Anlage vom Stiel, der sich normalerweise rausstreckt. Und außen, das ist dann diese übel riechende Masse. Die riecht jetzt überhaupt noch nicht.
Und deswegen sind die auch in dem Stadium essbar. So, na. Wunderbar. So sieht das Ergebnis jetzt aus. Das sieht doch ganz lustig aus. Hier ist mir ein Hexenei, habe ich jetzt mal hier so der Länge durchgeschnitten. Das geht auch. Sieht eben ein bisschen anders aus. Und jetzt geht es ab in die Küche. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Pflanzenöl in der Pfanne langsam heiß werden lassen. Und jetzt kommen unsere Scheiben von der Stinkmorchel hinein. Also vom Hexenei der Stinkmorchel, genauer gesagt. Und jetzt braten wir die schön von beiden Seiten, dass sie schön knusprig werden. Immer wieder mal ein bisschen wenden. Das dauert eine Weile. Da kommt dann nur ein bisschen Salz ran. Und dann können wir sie probieren. So, immer mal ein bisschen wenden. Also ich brate die immer so, dass sie ein bisschen knusprig werden. Da finde ich, schmecken sie richtig gut. Ja, das wird schon langsam. So, ihr seht schon, jetzt werden sie hier schon schön braun. So sollen sie sein. Jetzt mache ich noch ein bisschen Salz dazu. Ja. Und das ist eigentlich alles. Hier mache ich nichts anderes dran. Dann haben wir auch schön was von dem Eigengeschmack. Noch ein bisschen hin und her. Na, jetzt sind sie gleich fertig. Wunderbar. Jetzt sind sie fertig gebraten, auf dem Teller gelandet. Seht schon hier so richtig schön braun, knusprig. Ich finde, so müssen sie sein. Und ich probiere jetzt gleich mal ein Stückchen. Na, guten Appetit. Ich finde es ganz prima. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden. Schmeckt so ein bisschen rettichartig. Ich finde, es erinnert so ein bisschen an Bratkartoffeln. Ja, so ein bisschen zwischen Rettich und Kartoffel ist der Geschmack. Aber ich finde es sehr angenehm. Ein schöner Snack. Probiert es mal aus. Ich wünsche euch viel Erfolg damit und guten Appetit.